Mein Wunsch oder meine Mission ist ja, Musik für spezielle Tasteninstrumente und deren originalen Werke wieder sozusagen aufs Podium zu bringen. Und ich denke, mit meiner Listaufnahme ist ein wichtiger Schritt insofern getan, dass man zeigt, Mensch, ein Saugwindharmonium und Spätwerke von Liszt, das funktioniert. Diese kargen Spätwerke von Franz Liszt üben auf mich schon eine ganz große Faszination aus. Jetzt kann man natürlich sagen, warum spielt der Kellner in so einer traurigen Zeit so traurige Musik? Aber ganz ehrlich, ich finde die Musik nicht traurig. Ich finde sie, ja, ich finde sie kontemplativ und sehr verinnerlicht. Aber für mich hat diese Musik etwas sehr Trostspendendes. Eine Kapelle in Haar bei München. Das denkmalgeschützte Gebäude aus der Jugendstilzeit sieht nicht nur beeindruckend aus, sondern verfügt auch über eine gute Akustik. Und die kam in der zwangsläufig eingetretenen Ruhe der Pandemie noch deutlicher zur Geltung. Der Pianist Lars David Kellner hat die stille Zeit genutzt und in den letzten 2 Jahren mehrere Alben mit Spätwerken von Franz Liszt eingespielt. Nicht etwa auf dem Klavier, wie man zunächst annehmen könnte, sondern auf dem Harmonium. Das Harmonium begleitet Lars David Kellner nun seit einigen Jahren zu seinen Konzerten. Ursprünglich gelernt hat er Klavier und hat sich dann am Meistersinger-Konservatorium Nürnberg und an der Musikhochschule München zum mehrfach diplomierten Konzertpianisten ausbilden lassen. Sein musikalisches Schaffen schlägt sich unter anderem in zahlreichen CD-Produktionen nieder. Lars David Kellner hat sich nun zur Aufgabe gemacht, sämtliche Harmoniumwerke des Komponisten einzuspielen. Das Harmonium ist in der heutigen Zeit ein eher ungewöhnliches Tasteninstrument. Wie kam Lars David Kellner dazu? Ich bin das erste Mal rein zufällig zum Harmonium gekommen, weil einfach mal eins rumgestanden ist und ich mich dran gesetzt habe, und als Pianist ist man ja in der sonnigen Situation, dass man einen vernünftigen Anschlag hat und die Tasten sind ja so in den Abständen, wie man es gewohnt ist. Das war es aber dann auch mit den Parallelen. Dann fängt es an, wie bringe ich das Ding dazu, überhaupt Töne von sich zu geben. Und das Harmonium hat ja Pedale, aber eine ganz andere Funktionalität als beim Klavier. Ich muss ja beim Harmonium meine Ventilation sozusagen selber machen. Und ja, das ist schwer zu lernen. Man muss eigentlich völlig von vorne anfangen. Servus. Ja, hallo Lars. Zunächst aber wollten wir den Mann besuchen, der dafür gesorgt hat, dass Lars David Kellner auf seinem 100 Jahre alten Harmonium überhaupt spielen kann. Er hat unter anderem ermöglicht, dass bei dem Instrument wieder gut Luft durch die Metallzungen strömen kann, die den harmoniumtypischen Klang erzeugen. Wir haben hier den Balg, diesen eigentlich kompletten Unterbau, heraus gehabt, alles zerlegt und eben dieses ganze schwarze Gummituch abgelöst und ersetzt, weil das alte porös war. Und der Balg hat ja wirklich die Aufgabe, dann das Instrument eigentlich zum Atmen zu bringen und auch den Klang zum Atmen zu bringen. Und man sieht jetzt hier schon, dieser Magazinbalg wird von zwei Schöpfern, die wiederum auf der anderen Seite sitzen, und vom Lars jetzt leer gesaugt und erzeugt das Vakuum. Der Balg, die Lunge des Instrumentes, saugt praktisch beim Saugwindharmonium, wie der Name schon sagt, die Luft von außen,
und dann diese Zungenreihen, das sind Messingblättchen, die hier drin sitzen, den Wind von außen durch das Instrument durch in den Balg hinein. Das heißt, dieser leergesaugte und ein Vakuum erzeugende Magaziner saugt von außen den Wind durch die Zungen, durch den Klangerzeuger durch und bringt das Instrument dann zum Klingen. Das fasziniert schon, wenn man den Zauber des Alten erhalten kann. Wir leben ja in einer Gesellschaft, die mit alten Dingen nicht mehr wirklich umgeht. Es sind ja viele Wirtschaftsgüter eigentlich zum Verbrauchen und Wegwerfen gemacht. Und das ist natürlich von früher her so nicht bekannt. Man hat sich einmal Qualität zugelegt und diese Qualität, die möchte man auch erhalten. Und das fasziniert mich eben immer wieder, dass auch Leute gibt, die nicht nur das gerne herrichten, so wie jetzt mich vielleicht, sondern auch die gerne damit arbeiten, die gerne damit leben und das Instrument auch in ihren Alltag mit einbinden. Der entscheidende Unterschied zur Orgel ist die Variabilität der Dynamik. Das heißt, die Lautstärke ist sozusagen fließend veränderlich. Ich kann stufenlos crescendieren und wieder Diminuendo machen. Das Saugwindharmonium ist für mich ein sehr wertvolles Instrument. Und natürlich, wenn man so schöne Instrumente in seinem eigenen Fundus hat, orientiert man sich, was gibt es denn für Literatur, die in Betracht kommt. Wenn wir jetzt im deutschsprachigen Raum bleiben, gibt es natürlich außer Liszt noch Max Reger, Karg Ehlert. Reger hat sehr schöne Versionen für Saugwindharmonium geschrieben. Karg Ehlert, ich denke da an Opus 103, Opus 104, explizit für Saugwindinstrumente Werke komponiert. Und die Harmoniumwerke von Liszt, die ich jetzt im Rahmen dieses Projekts aufnehme, sind geradezu prädestiniert für diesen Instrumententyp. Ich habe ja im Laufe der letzten Jahre viele Harmoniums erwerben können und habe die auch mit einem gewissen finanziellen Aufwand dann herrichten lassen. Und das ist immer so ein bisschen eine Wundertüte. Man weiß nie, was im Endeffekt rauskommt. Jedes Instrument klingt anders. Bei dem einen Instrument passt vielleicht eher die weltliche Musik, bei dem anderen sagt man, jawohl, da kann ich mir sakrale Musik vorstellen. Mir war ganz wichtig, ein Instrument zu haben, das die Vorzüge hat, wie man sie zum Beispiel vom Klavier her kennt. Ich meine da die Variabilität in der Dynamik, die ich ja auf der Orgel in dieser Weise nicht habe. Beim Harmonium kann ich durch direkte Beeinflussung der Ventilation und durch diverse Kniehebel kann ich die Dynamik sozusagen variieren. Und das ist ein Hauptpunkt, warum mir die Liszt'schen Werke auf einem Harmonium so gut umgesetzt vorschweben. Wenn ich in die Partitur schaue, sehe ich
viele Angaben von Liszt zur Dynamik, Crescendo, Decrescendo. Ich lese sehr oft Smorzando, das heißt ein Vergehen. Ich kann am Harmonium durch Versiegen des Luftstroms wunderbare Smorzandi machen. Das Harmonium hat in der heutigen Zeit ein sehr, sehr schlechtes Image, leider. Viele Leute kennen Harmoniums, die im Keller oder am Dachboden stehen seit Jahrzehnten. Dann spielt man mal drauf, dann klingen die fürchterlich verstimmt, wenn sie überhaupt noch einen Ton von sich geben. Bei manchen sind dann die Gurte von den Schöpfbälgen gerissen und dann rührt sich gar nichts mehr. Dann gab es noch dazu damals vor 100 Jahren relativ viele einfache Harmoniums mit einer sehr überschaubaren Disposition, auch mit entsprechend reduzierten klanglichen Möglichkeiten. Und so kam es tatsächlich, dass das Harmonium mehr und mehr ins Abseits geraten ist. Jetzt, seit einigen Jahren, erlebt es in Fachkreisen eine gewisse Renaissance. Bei den Harmoniums gibt es zwei verschiedene Arten von Systemen. Es gibt ein Druckwindsystem, wo der Luftstrom im Instrument nach außen gerichtet wird, und es gibt das Gegenteil, nämlich Saugwindsystem, wo der Luftstrom sozusagen von außen nach innen gerichtet ist. Die Klangcharakteristik ist durchaus unterschiedlich. Bei den Druckwindharmoniums ist es eher ein männlicher, extrovertierter Klang, passend zum Luftstrom nach außen. Und bei den Saugwindinstrumenten
ist es eher ein verinnerlichter, ein eher weiblicher Klang. Die Lager zwischen den Druckwindanhängern und Saugwindanhängern sind durchaus gespalten. Und viele Harmoniumspieler können mit Saugwindharmoniums nicht unbedingt viel anfangen, weil natürlich die Vorzüge des Instruments etwas mehr im Verborgenen liegen. Ich habe mich bewusst für dieses Instrument entschieden, weil Liszts Musik eine sehr sangbare ist. Das heißt, mit der Wahl des Instrumentes war es mir wichtig, viele Schwebestimmen zu haben, die Klangcharakteristik der menschlichen Stimme imitieren. Und daher die Wahl des 6,5-spieligen Manburg-Instruments. Ein großes Konzertharmonium ist die eine Voraussetzung für das Gelingen eines solchen Projektes. Die Wahl des richtigen Tonmeisters ist sicherlich die andere. Denn schließlich gilt es, den Klang des Instruments möglichst authentisch bei den Tonaufnahmen einzufangen. Lars David Kellner vertraut hier ganz den Fähigkeiten seines Leib- und Magentonmeisters. Als der Lars zu mir kam mit diesem Projekt, musste ich erst mal überlegen, wie gehen wir der Sache an? Was sind die Herausforderungen? Und bei diesem Instrument, das recht viele Register hat, weil es ein großes Instrument ist, muss man natürlich überlegen, die Register sind nicht an einer Stelle im Instrument gebaut. Das geht nicht. Die sind an verschiedenen Stellen natürlich eingebaut. Manche vorne, manche hinten. Also die strahlen auch in unterschiedlichen Richtungen ab. Und das will man natürlich musikalisch bilanziert einfangen, nicht, dass das eine Register lauter klingt als das andere. Die andere Herausforderung ist, an diesem Harmonium wird dauernd, das ist zwangsläufig so beim Spielen, da wird dauernd gearbeitet. Also man muss treten, um den Luftfluss zu kontrollieren. Lars bedient diese Kniehebel links und rechts. Das sind Holzteile, das arbeitet dauernd und da muss man aufpassen, dass man da nicht zu viele Störgeräusche einfängt. Manchmal muss man dann auch kurz stoppen und sagen, okay, da quietscht was, das beheben und dann wieder weitermachen. Das war die zweite Herausforderung, dass das sauber klingt sozusagen. Und es gibt natürlich auch Geräusche, die gehören zum Instrument dazu. Manchmal hört man etwas vom Treten, vom Pedal, das ist okay. Die Register, wenn man die zieht, das hört man, das ist normal. Es soll aber keine störenden Nebengeräusche, die dauernd auftreten, das soll natürlich nicht sein.
Jeder spricht von Liszts Klavierwerken, von seinen Harmoniumwerken, kein Mensch. Das Unterfangen sozusagen mal aus Sicht des Harmonisten, die Stücke zu selektieren und in ihrer Gesamtheit einzuspielen, das hat jetzt bis dato noch nie jemand gemacht. Meine Aufgabe war sozusagen, Quellenstudium zu betreiben, und in dem riesengroßen Werk, das ja Franz Liszt hat, gibt es ja über 700 Werke, die zum Teil doch sehr verstreut liegenden Stücke, die für Harmonium komponiert sind, herauszusuchen und in ihrer Gesamtheit darzustellen. Franz Liszt hat sich übrigens sehr genau überlegt, wofür er die Stücke instrumentiert. Liszt ist wie immer sehr präzise in seinen Angaben, schreibt explizit dann zum Beispiel für Harmonium oder Orgel oder für Klavier oder Harmonium. Also ein Stück für Harmonium sollte man nicht auf einer großen Kirchenorgel spielen. Frühwerken von Liszt sagt man ja nach, dass sie etwas aufgebläht sind mitunter und sehr techniklastig. Das findet man in diesen Spätwerken gar nicht. Es ist eine sehr ehrliche und eine weitgehend auch kontemplative, sehr verinnerlichte Musik. Natürlich gibt es da auch die eine oder andere virtuose Passage und extrovertierte Stücke. Es gibt auch sicher beschwingte, locker leichte Stücke. Ich denke da an die Weihnachtsbaum-Suite. Aber der Großteil der Werke sind tatsächlich sehr ruhig und sehr nach innen gerichtet. Die Harmoniumwerke, die ich im Rahmen dieses Projekts präsentiere, sind alles Spätwerke. Das heißt, nach dem Jahr 1861 entstanden. Warum diese Grenze? Liszt ist da 50 Jahre alt und bedauerlicherweise sind da in seinem Leben doch einige sehr einschneidende Ereignisse gewesen. Es sind zwei seiner Kinder verstorben und eine seit vielen Jahren geplante Hochzeit hat sich zerschlagen, was dann tragischerweise auch gleichzeitig das Ende der Beziehung war. Insofern ist es natürlich verständlich, dass Liszt zu dieser Zeit sehr gebeutelt war. Es gab dann auch einen Ortswechsel nach Rom und das war auch nur der Anfang der Veränderung. Liszt hat dann die Niederen Weihen empfangen, ist AB geworden und hat sich eigentlich recht radikal dem Weltlichen entzogen und hat sich dann der Religion zugewendet. Und das spiegelt sich natürlich auch im Kompositionsstil wider. Das Virtuose und das Überschwängliche, was man von, vor allem von den frühen Liszt-Werken kennt, ist dann in den Spätwerken nicht mehr da. Die Spätwerke von Liszt haben eine Konzentriertheit und eine Reduktion der musikalischen Mittel auf das Notwendige, was wirklich ganz frappant ist. Wenn man die Partitur von manchen Stücken aufschlägt, fragt man sich, wie die Musik mit so wenig Noten funktionieren kann. Aber sie funktioniert eben, weil das Entscheidende zwischen den Noten stattfindet.
das ist die Herausforderung als Instrumentalsolist, die Musik lebendig werden zu lassen. Die große Gefahr ist natürlich, dass das banal klingt. Man kann ja manche Sachen sogar vom Blatt spielen, aber diesen musikalischen Geist zu spüren, nachzuspüren und dann eben auf die Tasten zu bringen, das ist die große Herausforderung. Aufmerksam geworden auf das Spätwerk von Franz Liszt bin ich vor vielen, vielen Jahren durch Via Crucis, wo ich in die Partitur geschaut habe und mir gedacht habe, Mensch, so wenig Noten, wie spielt man das überhaupt? Wie kann da sowas wie ein musikalischer Atem reinkommen? Und wenn man sich in das Werk reinversetzt, dann sieht man, Mensch, es geht. Der Liszt hat genau gewusst, was er da schreibt. Man muss sich vorstellen,
Liszt, der Tastenvirtuose, das Wunderkind, der international gefeierte Star, versucht auf seine alten Tage nach diesen Schicksalsschlägen tatsächlich nochmal musikalisch neue Richtungen zu gehen und einen neuen Weg zu gehen. Und ich glaube, diesen Versuch und auch die Umsetzung, die ihm ja gelingt, kann man nicht hoch genug würdigen. Letztendlich muss man sagen, dass Liszt ja so in den 1870er, 1880er Jahren seinen Mitmenschen um Dekaden voraus war. Wir sehen da eine tonale Sprache im Sinne von Harmonien, die nicht aufgelöst werden, die nebeneinander gestellt werden. Wir sehen Ganztonskalen, wir sehen wahnsinnig diffizile Chromatik. Also alles Stilmittel, die uns eigentlich erst 20, 30 Jahre später im Impressionismus begegnen. Das hat Liszt bereits vorgegriffen. Es war natürlich klar, dass eine so innovative Musik die Zeitgenossen verstört. Beim Beispiel Via Crucis geblieben. Es hat, denke ich, 50 Jahre gedauert, bis das Werk überhaupt mal uraufgeführt wurde. Und die Instrumentalversion ist im Notendruck tatsächlich erst 100 Jahre später, in den 1970er Jahren, auf den Markt gekommen. Und jetzt erst, also mit 140, 150 Jahren Verspätung, erfährt das Via Crucis einen Boom und Sie sehen überall die Aufführungen aus dem Boden sprießen. Ich finde es toll, aber gleichzeitig natürlich erschütternd, dass es so spät erst stattfindet. Insofern würde ich mir wünschen, dass das Publikum grundsätzlich der Harmoniummusik gegenüber offen eingestellt ist und ja, sich einfach mal darauf einlässt, sich so ein schönes Konzertinstrument in diesen wunderschönen akustischen Bedingungen, und wir nehmen ja auch in High Definition auf, sich das mal anzuhören, in aller Stille, und dann drüber urteilt. David Kellner wird in der nächsten Zeit mit seinem Harmonium wieder konzertant mit Werken von Franz Liszt zu hören sein. Vielleicht bietet sich dem einen oder anderen die Gelegenheit, Werk, Instrument und Künstler live zu erleben und dadurch Augen- und Ohrenzeuge dieses besonderen Projekts zu werden.